Wir würden gerne pünktlich mit unserem Webinar starten. Wir, das sind Kollegen von Exasol, vom Data Vault Builder und von Areto. Wir stellen uns auch gleich nochmal vor. Wir würden gerne mit Ihnen jetzt in den nächsten, na, ich sag mal, 45 bis 60 Minuten darüber reden, strategische Entscheidungen mit Exasol und dem Data Vault Builder schneller treffen zu können. Und damit Sie auch wissen, wer Sie jetzt in den nächsten Minuten hier begleiten wird, starten wir mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ja, da will ich gleich den Anfang machen, wenn ich schon ganz links stehe. Mein Name ist Carsten Weidmann. Ich bin hier bei der Exasol als Technical Alliance Manager tätig seit vielen Jahren und betreue quasi unsere Partner auf technischer Seite. Guten Tag, mein Name ist Peter Belles. Ich arbeite für die Firma, die hinter dem Data Vault Builder steht. Ich arbeite schon länger im Data Warehousing Bereich, habe verschiedene Modellierungsformen durchgemacht und arbeite seit 8 Jahren im Data Vault Bereich und hier mit der Produktentwicklung zusammen in der Entwicklung des Data Vault Builders und werde dann darauf eingehen, wie man die Exasol mit dem Data Vault Builder nutzen kann. Ja, und mein Name ist Till Sander. Ich bin CTO bei Areto und berate unsere Kunden bei Konzeption und Aufbau neuer und zukunftsweisender Analyseplattformen. Ich beschäftige mich mittlerweile auch seit über 20 Jahren mit dem Thema Datenintegration, Data Warehouse, Business Intelligence und Data Science. Und als Ausgleich zum Beraterleben fahre ich in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne Rennrad. Manche bei Areto würden auch sagen, es ist eher fanatisch, aber das kommt ja eher auf den Blickwinkel an. Gut, ja, was haben wir mit Ihnen vor heute? Wir wollen zunächst einmal ganz kurz darüber reden, wie Kunden tatsächlich sich auf den Weg einer Digital Journey machen können. Was brauchen Kunden, um eine, ja, wozu brauche ich in dem Fall eine schnelle und agile Analyseplattform? Danach beschäftigen wir uns mit der neuen Version der Exasol, der Exasol 7. Schauen uns ein bisschen den Data Vault Builder an ja, besprechen dann nochmal, was eben tatsächlich auch die neuen Funktionen der Exasol 7 mit den tatsächlich ja auch schon Umsetzungen im Data Vault Builder tatsächlich an Performance Boost bringen, also an Mehrwert, was die Geschwindigkeit angeht. Danach haben wir dann noch drei kleine Projektbeispiele, um Ihnen einfach mal so zu zeigen, in welchen Dimensionen man das tatsächlich auch gut einsetzen kann. Und wir gehen dann nochmal ganz kurz auf die Kombination Exasol Data Vault Builder und Areto ein. Ja, und planen dann am Ende noch eine Q&A-Session für Sie, wenn Sie Fragen haben. Es gibt da irgendwo auf der linken Seite, glaube ich, ein kleines Fragezeichen. Da können Sie draufklicken und können dann Ihre Frage schon platzieren. Und entweder wir beantworten die dann schon im Zuge des Vortrages oder aber wir würden es halt am Ende der Q&A-Session dann soweit behandeln. So, ja, das Webinar steht unter dem Titel Strategische Entscheidungen schneller treffen mit dem Data Vault Builder und Exasol. Das schnell in diesem Titel kann man aus zwei Richtungen betrachten. Zum einen technisch schnell, was bedeutet, ich finde ein System vor, welches die Informationen schnell verarbeiten, analysieren und ausgeben kann. Und um diese Aspekte kümmern wir uns gleich etwas ausführlicher. Zum anderen bedeutet schnell aber auch, dass ich die Informationen überhaupt zur Verfügung habe, um darauf strategische Entscheidungen basieren zu lassen. Mit dem Weg dahin, würde ich mich jetzt, kurz beschäftigen wollen. Als Analogie für dieses Thema haben wir bei Areto den Hitchhiker's Guide to the Galaxy gewählt. Die Geschichte startet etwas unschön mit der Zerstörung der Erde zugunsten einer Hyperraum-Expressroute. Und die Bevölkerung, die Erdbevölkerung hatte zwar oder hätte zwar Zugriff auf die Informationen der Planungsbehörde gehabt, hatte sie aber jetzt eben leider nicht und konnte daher auch keinen Einspruch gegen die Planung einrichten und so kam es dann halt zu dem unausweichlichen, zur unausweichlichen Zerstörung der Erde. Viele Unternehmen sehen sich in einer ähnlichen Situation, zwar hoffentlich mit weniger dramatischen Auswirkungen, aber trotzdem sind die notwendigen Informationen nicht in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung, um darauf dann auch strategische Informationen basieren zu lassen, beziehungsweise strategische Entscheidungen treffen zu können. Und
diesen Weg möchten wir mit Ihnen gerne verbessern in Zukunft und sehen diesen Weg einer Data-Driven Company auch tatsächlich als Reise. Und wir strukturieren diese Reise mit unseren Kunden in mehreren Abschnitten. Der genaue Plan hängt natürlich davon ab, was wir bei den Kunden bereits als Voraussetzung treffen. Und der Hitchhiker, also der Kunde, hat dann die Möglichkeit, an einer beliebigen Station in diese Reise einzusteigen. Zunächst starten wir mit einer grundsätzlichen Einordnung des Begriffes Data-Driven Company. Was ist hier für das spezifische Unternehmen gemeint? Welchen Mehrwert würde das bringen? Was hilft es mir tatsächlich, in Zukunft deutlich mehr data-driven zu agieren und daraus natürlich auch meine Vorteile zu ziehen? Und dann teilen wir das Ganze auf in drei verschiedene oder parallele Workshops. Im Information Strategy Workshop besprechen wir die Organisation und Governance von Analytics im Unternehmen. In dem Analytics Strategy Workshop definieren wir, welche Informationsziele erreicht und welche Fragestellungen damit beantwortet werden sollen. Und im Data Platform Strategy Workshop beschäftigen wir uns mit der passenden Datenplattformarchitektur. Das Ganze fassen wir dann in einem TripAdvisor Workshop zusammen. Dort werden die Ergebnisse der vorhergehenden Sessions zusammengefasst und die konkreten nächsten Schritte in einer Roadmap angeordnet, sodass wir also da wirklich einen Plan für die Zukunft haben, wie sowas im Unternehmen dann auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und als vorletztlich letzte Phase dieser Reise wird dann anhand eines konkreten Beispiels, anhand eines konkreten Use Cases in einem Proof of Concept der Beweis angetreten, dass das Vorgehen und die Architektur hier tatsächlich auch echte Mehrwerte liefert. Und für diese POCs haben wir dann auf Basis von Exasol und den Data Vault Builder natürlich eine Architektur vor Augen, die aber tatsächlich gar nicht mal unbedingt jetzt durch diese beiden Werkzeuge der Hersteller definiert ist, sondern es ist an sich eine Standardarchitektur, die sich mittlerweile so innerhalb des DWHs entwickelt hat. Und die würde ich jetzt gerne nachfolgend nochmal skizzieren. Moderne DWHs sind agil. Ich denke mal, das würden die meisten mittlerweile befürworten. Aber wie schaffe ich es, auf Basis der heterogenen Quelldaten langfristig einheitliche Informationen an die Abnehmer zu liefern? Im Zentrum unseres DWHs steht eine Integrationsschicht auf Basis von Data Vault 2.0. Ich möchte jetzt hier gar nicht näher darauf eingehen, vielleicht nur so viel. Data Vault hat sich bei uns mittlerweile als Standard etabliert. Wir nutzen tatsächlich mittlerweile nichts anderes mehr und haben damit auch endlich die Möglichkeit, agile DWHs zu konzipieren, die eben auch langfristig mit neuen Anforderungen umgehen können und nicht ständig ein Re-Engineering erfahren müssen. Auf Basis dieser Data Vault-Struktur definieren wir verschiedene Views oder verschiedene View-Schichten. Die erste Schicht definiert quasi fachliche Objekte, führt also die Informationen in meinem Data Vault wieder zu einem sehr übersichtlichen Entitätenmodell zusammen. Auf der Basis würden wir dann wiederum als View-Schicht die Geschäftslogik abbilden, um dann letztendlich in einer dritten Schicht Ausgabeobjekte zu definieren, idealerweise auch als Views, die dann eben als Schnittstelle zum Abnehmer dienen. In der Regel kann man tatsächlich sehr gut mit diesen View-Kaskaden arbeiten. Gerade unter Exasol ist das schon immer eine sehr leistungsfähige Architektur gewesen. Allerdings kann es natürlich manchmal unter Performance-Gründen durchaus notwendig sein, dass die Ergebnisse der Transformation zurück in den Data Vault geschrieben werden müssen. Das ist dann unausweichlich, tut aber auch nicht weh, ist halt einfach nur ein Extra-Prozess. Und in diesem Konzept sind tatsächlich drei Dinge zu beachten. Der komplette Prozess von Anbindung der Quelle bis hin zum Ausgabeobjekt sollte sauber automatisiert sein, um das DWH qualitativ hochwertig und trotzdem schnell aufbauen zu können. Die auf dem Data Vault aufsetzenden Schichten sollten weitestgehend virtualisiert sein, um hier die notwendige Agilität implementieren zu können.
Und last but not least brauchen wir natürlich eine optimale Performance, um die Daten auch tatsächlich schnell verarbeiten zu können. Und mit dem Data Vault Builder und Exasol erfüllen wir diese Kriterien. Und auch speziell mit den jüngsten Neuerungen kann dieses Vorgehen noch besser ausgeführt werden. Und das würden wir halt jetzt mal in den technischen Details uns genauer anschauen. Genau, und da stellt sich natürlich zuerst die Frage, was ist eigentlich Exasol? Für die Exasol noch nicht kennen, es ist eine analytische relationale Datenbanklösung. Also das heißt, wir bewegen uns hier in der klassischen Welt eigentlich der relationalen Datenbanken, aber eben dediziert darauf ausgerichtet für den Bereich Analytics, also Datenanalysen, möglichst schnell, möglichst performant und wie es der Till auch schon sagte, möglichst agil entsprechend durchführen zu können. Dazu vereint Exasol die beiden Welten BI und Data Science, was jetzt vielleicht im Zuge von Data Vault noch nicht unbedingt immer so wichtig ist, aber nichtsdestotrotz bietet Exasol neben der klassischen BI-Welt auch noch die Möglichkeit an, Data Science-Projekte in der Datenbank direkt auf den Daten umsetzen zu können, indem eben Unterstützung für Data Science-Frameworks wie in TensorFlow zum Beispiel, in Python oder ähnlichen Keras, was dort alles eben gibt, bereitzustellen. Das heißt, man kann direkt in der Datenbank entsprechend sein Machine Learning machen, seine Predictions ausführen, etc., um dann mit diesen Werten auch noch, mit diesen Ergebnissen auch noch entsprechend weitere Mehrwerte zu schaffen und nicht mit zwei verschiedenen Plattformen arbeiten zu müssen. Ein ganz wichtiger Punkt für die Exasol ist, dass wir versuchen oder dass wir als großes Ziel haben, möglichst wenig Administrationsaufwand zu erzeugen. Das stellt sich zum einen natürlich dar, wenn man vorhin die letzte Folie von Till nochmal in Erinnerung ruft, viel mit Views zu arbeiten. Das heißt, an der Stelle kann ich eben direkt sehr agil auf den Daten entsprechend arbeiten und diese dann auswerten. Wichtig aber auch, dass so Tätigkeiten wie die notwendig sind, um eine Datenbank entsprechend performant zu bekommen und zu halten, eben hier auch wieder an die Datenbank selbst direkt abgegeben werden. Das heißt, solche Themen wie Indexerzeugung oder Ähnliches, das wird automatisiert durch die Datenbank erledigt, um dadurch eben die Aufwände, die es bedarf, um überhaupt das System am Laufen und schnell am Laufen zu halten, zu reduzieren, um sich dann eben entsprechend wirklich auf die mehrwertschaffenden Dinge fokussieren zu können, wie eben, welche Daten ziehe ich aus meinen Quellen ab, wie bereite ich die auf, wie sieht mein Data Vault Modell aus, wie sind meine fachlichen Objekte, was benötigen meine Endkunden intern oder extern an Daten und an Auswertungen und wie kann ich das entsprechend sauber auch bereitstellen. Ganz wichtig heutzutage, wir sind plattformunabhängig, ob in der Cloud oder on-premises, im eigenen Rechenzentrum, ob Public oder Private Cloud oder Multicloud oder das Ganze eben auch hybrid, können wir entsprechend alles umsetzen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe gewisse Daten, die dürfen on-premise nicht verlassen. Ich habe aber andere Daten, da macht es auf jeden Fall Sinn, die in die Cloud zu legen, um eben hier von der Flexibilität der Cloud auch entsprechend profitieren zu können, um den Footprint in meinem eigenen Rechenzentrum zu reduzieren. Solche Möglichkeiten sind gegeben. Für den Endanwender stellt sich weiterhin ein einzelnes System dar, ein einziges System, auf dem er arbeitet. Die Daten liegen verteilt eben auf den unterschiedlichen Systemen im Hintergrund und das Ganze wird transparent abgearbeitet. Exasol ist mittlerweile optimiert für Data Vault 2.0. Was das genau bedeutet, darauf gehe ich gleich noch ein. Und last but not least, laut der letzten BARC Data Management Survey, die jetzt eben vor kurzem letzte Woche rausgekommen ist, sind wir unter anderem in vielen anderen Punkten, aber bei diesen beiden haben wir wirklich 10 von 10 Punkten erreicht, sind wir zum einen die schnellste Plattform, was Datenanalysen betrifft, aber auch die verlässlichste, was ja auch immer ein sehr wichtiger Punkt ist. Wir sind nicht nur schnell, sondern wir sind auch verlässlich und 100% unserer Kunden würden uns entsprechend auch weiterempfehlen. Was ist jetzt neu in Exasol 7 neu hinzugekommen? Die Exasol 7 wurde vor nicht allzu langer Zeit freigegeben. Zum einen, und darauf gehe ich gleich noch ein bisschen im Detail drauf ein, was den auch für Data Vault wichtig ist, ein neuer Datentyp, der Hash-Datentyp. Sie wissen selbst, im Data Vault arbeiten Sie ja sehr viel mit Hashes für die entsprechenden Keys. Da haben wir jetzt einen neuen Datentyp hinzugefügt. Dazu kommt noch die Möglichkeit, eben auch mit, nennen wir es mal, semi-strukturierten Daten zu arbeiten zu können, indem wir direkt native JSON-Funktionen in der Datenbank mit integriert haben. Das heißt, die können auch direkt auf JSON
Strings entsprechende Abfragen durchführen und dort entsprechende Werte rausziehen oder Ähnliches. Dazu kommen noch so gesagt kleinere Dinge wie die Consumer Groups. Das heißt, ich kann besser festlegen, welcher Anwender darf wie viel von meinen Ressourcen verbrauchen, wenn er die Datenbank verwendet. Das wurde entsprechend feingranularer aufgestellt. Ganz wichtiger Aspekt für den Bereich Data Science ist, dass wir mittlerweile auch GPUs direkt unterstützen. UDFs heißt User Defined Functions. Das ist ein Framework, was wir integriert haben, womit eben solche Themen wie Machine Learning oder Ähnliches direkt in der Datenbank abgebildet werden kann, in eigenen Funktionen umgesetzt werden kann, die sie dann eben entsprechend zum Beispiel in Python mit TensorFlow als Beispiel und dann unter Verwendung von GPUs direkt nutzen können. Und ganz ein weiterer wichtiger Punkt, auch was Data Vault betrifft, weil Data Vault ist ja typischerweise ein Datenmodell, wo sehr viel auch gejoint wird über die Links, die Hubs und die Satelliten. Wir haben jetzt hier einen neuen Optimizer entwickelt, der jetzt noch in der aktuellen Version noch als Preview, als experimentell quasi gekennzeichnet ist, der aber jetzt entsprechend weiterentwickelt wird, womit auch genau an diesen Stellen, neben der klassischen Verbesserung, die wir im Optimizer gemacht haben, hier nochmal weitere Performance-Vorteile entsprechend liefern wird, gerade wenn es auch darum geht, dann im Bereich Data Vault mit Exasol zu arbeiten. Gut, dann kommt mein Teil, und zwar: Was ist der Data Vault Builder? Die Exasol ist eine super Datenbank, liefert extrem viel Performance, um Daten zu halten, zu verarbeiten. Und wir bringen jetzt den Teil dazu, um modellgetrieben Data Vault Modelle direkt entwickeln zu können. Was heißt modellgetrieben? Das heißt, wir gehen nicht auf eine technische Schicht zuerst, sondern wir reden mit Fachanwendern, besprechen, was das Geschäftsmodell ist und bilden Geschäftsobjekte ab. Jetzt, was wir damit machen, ist nicht Metadatenmodelle neben der Datenbank zu erstellen, sondern erstellen direkt für die Objekte, die wir modellieren, die entsprechenden technischen Objekte automatisch in der Datenbank. Und darum ist für uns sehr zentral, dass die Performance der Datenbank stimmt. Den größten Teil der Verarbeitung machen wir heute mit ELT. Das heißt, wir stagen zwar die Daten in die Datenbank rein oder man nutzt Bordmittel. Da gibt es auch ganz vieles, was die Exasol unterstützt und was wirklich ganz schöne Ansätze liefert. Von da an nimmt unser Tool auf und schickt Befehle an die Datenbank, um die Daten zu verarbeiten. Das heißt, die Performance der Datenverarbeitung kommt von der Datenbank. Die Einfachheit des Managements, die kommt vom Data Vault Builder. Was fügen wir noch weiter hin? Was fügen wir noch weiter hinzu, ist neben dem Staging und das Aufbauen des Rohmodells, ist dann die Aufbau dieser virtuellen Schichten, die Till bereits angesprochen hat. Das heißt, auch diese Views werden im Tool drin gemanagt. Vieles können wir optisch zusammenstellen und man muss keinen Code schreiben, bis man zu den Business-Regeln kommt. Zusätzlich bieten wir dann auch eine Data Lineage-Sicht über alle Schichten hinweg, die wir aber direkt wiederum von der Exasol lesen. Das heißt, effektiv, was implementiert ist, wird dann auch im Modell dargestellt. Wir haben Operations, das heißt eine ganze Ablaufsteuerung, die Parallelisierung wird genutzt, die wir von der Datenbank bekommen. Und wir haben ein Deployment-Tool drin. Das heißt, diese Modelle werden auf den verschiedenen Umgebungen erstellt. Man kann bis zu Sandboxing-Ansätze wählen für verschiedene Entwickler. Funktioniert super wiederum mit der Exasol, weil wir hier Docker-basierte Ansätze haben, die von der Datenbank auch unterstützt werden und kann dann das Modell zwischen verschiedenen Umgebungen kontrolliert hin und her schalten lassen. Gut. Wieso arbeiten wir sehr gerne mit der Exasol zusammen und empfehlen die auch immer wieder, ist, weil wir beide sehr ähnliche Ansätze haben. Wir haben inzwischen ein Docker-basiertes Deployment bei uns seit Jahren im Einsatz und können mit diesem Ansatz, dass die Exasol on-premises oder in der Cloud läuft, parallel genau unsere Umgebungen aufsetzen. Das heißt, Sie wählen schlussendlich, wo Ihre Daten liegen, in welcher Version die Tools verwendet werden. Das heißt, Sie haben die volle Kontrolle. Und trotzdem haben Sie die Einfachheit der Wartung, nämlich das Upgraden zwischen den verschiedenen Versionen bei uns läuft über das Heraufsetzen einer Versionsnummer. Und dadurch wird wiederum der Gedanke aufgenommen, dass wir versuchen, das CTO möglichst gering zu halten. Was wir auch machen können ist, und jetzt kommen wir dann zum nächsten Schritt, wenn wir dann die Version 7 besprechen, ist, dass die Datenbanken sich weiterentwickeln, unser Werkzeug entwickelt sich weiter.
Und jetzt möchte man die neuen Funktionen in der Version 7 nutzen. In der klassischen Entwicklung, wo ich alles von Hand entwickelt habe oder mit ETL-Tools, müsste ich hingehen, schauen, was für neue Funktionen bietet. In diesem Fall sind es die Hash-Typen zum Beispiel und meine Prozesse umschreiben. Ich müsste Update-Skripte schreiben für meine Datenbankstrukturen. Und hier kommt der Automatisierungsgedanke zum Zuge, dass wir ein Metamodell haben. Wir haben ein Geschäftsmodell, wir wissen, was wir erzielen wollen. Und wir können jetzt daraus alle notwendigen Upgrades des Modells und der Tools automatisch ausführen lassen. Das heißt, man kann jetzt bereits mit dem Data Vault Builder eine Exasol 7 nutzen. Das haben wir schon vorbereitet während der Preview-Phase. Und wir werden jetzt vor allem auch kostenlos für bestehende Kunden, die bereits Exasol 6 im Einsatz haben, die Update-Skripte liefern. Das heißt, wenn Sie die neue Data Vault Builder Version installieren, wird automatisch Ihr Datenmodell geupdatet. Und das ist wirklich das, was langfristig Automatisierung und die Nutzung eines gewarteten Automatisierungstools ist, das Support hat, schlussendlich Kosten senkt, auch über die lange Frist. Gut. Was haben wir jetzt getestet? Weil wir sagen, auch schneller zum Ziel kommen, ein Aspekt war, was Till angesprochen hat, schneller das Projekt zu entwickeln. Das zweite ist aber auch einfach technisch schneller die Daten zu speichern und abzufragen. Und wir haben hier gewisse Tests gemacht und wir sehen in der Kombination von einer alten, älteren Data Vault Builder Version mit einer Exasol 6 im Verhältnis zu einer Exasol 7 mit der neuesten Data Vault Builder Version eine Performance-Steigerung auf eine Geschwindigkeit von 3,88, also auf etwa 388%. Ich werde jetzt ein bisschen vorstellen, was wir getestet haben und was das Resultat war und dann erklären wir zusammen mit Carsten auch, wie das Resultat zustande kommt, wieso das auch erklärbar ist, dass wir das erreicht haben. Das heißt, das Setup war Docker-basiert. Das heißt, wir können neue Umgebungen mit einem Clean Install innerhalb weniger Minuten starten, konnten alle Kombinationen starten. Das heißt, wir konnten auch ausschließen, dass irgendwie die Hardware schuld ist, dass es Geschwindigkeitsunterschiede ist, können das auf verschiedenen Servern laufen lassen, haben uns dann auch entschieden, eine bestimmte Limitierung der Hardware einzusetzen. Wieso? In vielen Fällen sind wir mit einer Exasol im Umfeld, wo wir mittelgroße Unternehmen abbilden, so schnell unterwegs, dass die Unterschiede, dass die Zeiten so kurz sind, dass Unterschiede zu messen sehr schwierig ist. Das heißt, wir haben hier ganz gezielt die Hardware limitiert, damit wir überhaupt in längere Laufzeiten kommen, wie zum Beispiel weniger Memory zugewiesen, damit wir auch sehen, wenn die Exasol von der Platte lesen muss und ins Memory reinliest. Weil wenn alles schon in Memory ist, ist das so schnell, das müssen Sie mal erlebt haben, das ist faszinierend. Die ersten paar Mal habe ich wirklich geglaubt, dass nichts passiert ist hinten dran, bis ich herausgefunden habe, es war wirklich so schnell. Das heißt, wir haben auch definierte Datensets genommen, haben Hubs geladen, Satelliten geladen und wir haben das mehrfach ausgeführt, aber wir haben es immer wieder zwischendurch auch abkühlen lassen, das heißt die Caches geleert. Wieso? Weil die Exasol ist so gut im Caching, dass wenn ich das zweimal hintereinander ausführe, das gleiche Statement im zweiten Fall eventuell im Millisekundenbereich bin, wo mir die Datenbank nur sagt, hier hast du das Resultat oder ja, es wurde ausgeführt. Ist aber effektiv auch der reelle Fall, weil zwischen den Loads meistens ein Tag vergeht, wenn ich größere Systeme lade und da entsprechend die Tabellen effektiv auch von der Disk gelesen werden müssen. Wichtig ist, weil wir hier mit den Preview-Versionen gearbeitet haben, haben wir keinen wissenschaftlichen Test gemacht. Das heißt, wir haben nicht dedizierte Hardware genommen, wir hatten nicht automatisches Testing, was, wo wir jetzt inzwischen unterwegs sind, dass die ganzen Sachen zum Beispiel über einen Monat jeden Morgen dediziert mit definierten Deltas laden kann, aber da die Resultate effektiv dem entsprochen haben, was wir erwartet haben, ist es durchaus als guter Indikator zu nehmen, was wir hier sehen werden. Wir sind durch die verschiedenen Layer durchgegangen und ich habe mich mal konzentriert auf den Prozess der Befüllung der Daten, weil dass die Abfragen schneller laufen, das wissen wir schon. Das wird man dann auch bei verschiedenen Reports sehen. Der Staging-Bereich wird schon mal schneller. Wieso? Wir stagen die Daten von der Quelle und speichern die Hashes und Business Keys vorberechnet bereits in der Staging-Tabelle ab, um dann schneller, weil wir diese Hashes immer wieder brauchen bei der Befüllung des Raw Vaults, nutzen zu können. Und hier haben wir eine
fast 20%ige Steigerung des Speeds gesehen. Wieso nicht mehr? Weil der größte Teil hier eigentlich verbraucht wird, auch vom Übertragungsprozess, vom Netzwerk bis zur Datenbank hin. Eine Beschleunigung haben wir gesehen, weil dann das Schreiben der Hash-Columns entsprechend kürzer ist, weil weniger I/O verwendet wird, und haben so eine Beschleunigung schon erfahren. Extrem wird es dann, wenn wir dann Uniqueness-Checks machen. Das machen wir vor allem, wenn wir zum Beispiel neue Loads modellieren, prüfen wir, ob die Schlüssel gleich sind. Da haben wir eine Beschleunigung um fast das auf das Doppelte gehabt. Auch hier eben beim initialen Abgleich, wenn ich das Gleiche mehrfach hintereinander ausführe, dann geht so in den Millisekundenbereich, dass ich es nicht mehr vergleichen kann. Bei den Hubloads und Satellitenloads haben wir anständige Erfahrungen erfahren. Hier ist es zweigeteilt. Einerseits ist es der neue Datentyp, die neuen optimierten Prozesse für diesen Datentyp, aber auch der Data Vault Builder hat basierend auf Rückmeldungen von Kunden und basierend auf Rückmeldungen von Exasol die Patterns angepasst. Hier sind wir auf einer Einnode-Umgebung unterwegs, das heißt, ein Teil dieser Verbesserungen, die wir gemacht haben, sind bereits sichtbar. Wir haben aber auch Verbesserungen, die hier in diesen Test nicht zu tragen kommen, die dann bei Multinode-Umgebungen zustande kommen. Weil wir haben auch für die Version 5 jetzt Loads durchgeführt mit Milliarden von Zeilen, wo wir dann auf einer Multinode-Umgebung die Verteilung optimal nutzen können. Und das gibt dann noch einen zusätzlichen Boost, den wir hier nicht sehen. Gut. Wo wir auch Beschleunigung erfahren haben, ist in der GUI-Performance. Wir haben nämlich verschiedene neue Varianten genutzt, wie die Einführung eines Connection Pools. Wir cachen gewisse Metadaten, weil wir wissen genau inzwischen bei der Exasol, wann verändern die sich. Und somit ist auch die User-Erfahrung während der Datenmodellierung und der Entwicklung massiv besser geworden. Und das wird man jetzt sehen in dieser neuen Kombination von Data Vault Builder 5 und Exasol 7, dass sich alle diese Prozesse, das heißt eben die Projektentwicklungszeit, aber auch die Laufzeit der Loads und der Abfragen verschnellert hat. So, wie kommt es jetzt von Exasol-Seite zustande? Ich hatte es ja schon gesagt gehabt, wir haben einen neuen Datentyp eingeführt, den Hashtype. Da wir der ist jetzt quasi eine binäre Repräsentation der Hashes. Das ist nicht mehr eine Charakterspalte, wie es davor immer war, sondern ein Binärdatentyp, der entsprechend definiert wird und der entsprechend dann auch mit den angepassten Hash-Funktionen. Hier als Beispiel ist die MD5-Hash-Funktion aufgeführt, aber es gibt natürlich auch für Hash-Tiger, SAA und so weiter. Die entsprechenden Funktionen stehen dort zur Verfügung, um entsprechend das Hashing durchzuführen und entsprechend auch zu beschleunigen. Wie es der Peter auch schon angeführt hatte, hilft das natürlich an verschiedenen Stellen. Zum einen ist der Datentyp kleiner geworden, da es ein Binärdatentyp ist und kein Character-Datentyp, ist der natürlich kleiner. Dementsprechend wird I/O reduziert, wird Hauptspeicherbedarf reduziert und mit den Funktionen entsprechend dort auch die Generierung entsprechend beschleunigt. Wenn man jetzt die Performance sich generell anschaut, Till, noch einmal klicken bitte, dann haben wir natürlich auch intern in der Entwicklung entsprechende Vergleichstests durchgeführt, wo wir feststellen konnten, dass quasi die Einführung des Hashtypes die Performance auf das gleiche Niveau gehoben hat, wie ein vergleichbarer Dezimaldatentyp, also ein numerischer Datentyp, der von Haus aus entsprechend binär ist, und damit eben entsprechend eine deutliche Beschleunigung erzielen konnten. Wichtig hier, wie gesagt, die Hauptfaktoren sind zum einen das Hashing, was beschleunigt wird, der reduzierte Memory Footprint und auch der reduzierte I/O, also wenn Daten von Platte gelesen werden müssen, beziehungsweise wieder auf Platte zurückgeschrieben werden müssen. Es ist ein kleinerer Datentyp, dadurch natürlich auch hier eine deutliche Reduzierung. Und was wir auch gemacht haben, ist unseren Optimizer, nicht nur den experimentellen, den ich vorhin kurz vorgestellt habe, sondern auch unseren Standard-Optimizer, der derzeit noch in der Datenbank aktiv ist, entsprechend dahingehend zu optimieren, dass eben gerade auch im Data Vault-Bereich, wo ich viele Joins habe etc., der an dieser Stelle noch entsprechend besser arbeitet. Und das was hat dann entsprechend zu einer weiteren deutlichen Performance-Steigerung geführt. Bevor ich jetzt darauf eingehe, wie der Data Vault Builder das Ganze unterstützt, was man in der Grafik von Carsten vorgesehen hat, eigentlich, wenn wir noch mal kurz zurück auf die gehen können, ist schlussendlich der Vergleich von Dezimal zu Hashtype, aber schlussendlich, was uns diese Grafik sagt, ist, dass in Exasol die Verwendung von Data Vault 2.0
gleich schnell oder sogar schneller ist als der Einsatz von Data Vault 1.0. Das heißt, hier muss man sich nicht immer die Frage stellen, habe ich hier einen Trade-off zwischen Wartbarkeit, parallelen Laden, dafür im Overhead, weil ich einen größeren Datentyp brauche, sondern nein, hier ist es technisch so gelöst, dass ich mit gutem Gewissen aus allen Faktoren, die ich zur Entscheidung habe, sagen kann, Data Vault 2.0 hat hier einen Vorteil, ich kann das so einsetzen und es wird gute Resultate liefern. Gut, dann können wir zum nächsten Slide. Ich habe es bereits angetönt, wir erstellen auch das, was die Exasol bereits unterstützt, schon seit langem, eine stehende Verbindung von parallelen Connections, um nochmal hier vor allem in der Ausführungsgeschwindigkeit den Overhead zu reduzieren, geht teilweise um Millisekunden, 100, 200 Millisekunden, aber in der Summe im Data Vault, wo wir wirklich viele Loads immer wieder anstoßen, summiert sich das. Und das sind so Sachen, die wir optimieren können, weil wir halt das Ganze immer weiterentwickeln. Das Zweite ist, was wir gemacht haben, wir haben gewisse Metadaten, die wir immer wieder brauchen, im Tool bei uns gecached. Das heißt nicht, dass wir einen Disconnect haben bei jedem Start des Tools und auch regelmäßig machen wir einen Abgleich. Das heißt, es ist immer noch der Fall, dass die repräsentierten Metadaten, die wir im Tool darstellen, zu 100% mit der Datenbank übereinstimmen, aber aus technischen Gründen haben wir einfach teilweise ein kleines Caching drin. Wir haben auch Optimierungen gemacht eben für große Loads. Das sieht man hier in diesen Tests nicht, aber wir haben hier wirklich auch cloudbasiert zusammen mit Exasol-Tests gemacht, wo wir parallel mehrere Maschinen aufgesetzt haben, mit wirklich viel Memory und geschaut haben, kann man eine Milliarde Zeilen in wenigen Minuten verarbeiten, Data Vault-technisch. Und ja, das kann man. Und wir haben keine andere Datenbank, die hier schneller wäre. Das Zweite ist, was wir jetzt machen in der neuesten Version ist, wir nutzen diesen Hash-Datentyp auch. Eben, es genügt nicht nur, dass die Datenbank das zur Verfügung stellt, sondern sonst müsste man die eigenen Prozesse anpassen, sondern wir nutzen auch die neuen Möglichkeiten. Wir werden auch weiterhin die Patterns immer wieder optimieren, wenn wir Rückmeldungen kriegen. Und wir können das optimieren, weil wir extrem viel Regression-Testing machen. Das heißt, wir haben jede Woche inzwischen Tausende von Tests, die über die neueste Version von Exasol drüber laufen, zusammen mit unserem Tool und den Modellen, die wir bauen, um zu sehen, was für Optimierung könnte man da noch ausführen. Und das Schöne eben für die bestehenden Kunden ist, die werden diese Updates kostenlos bekommen, damit sie diese neuen Funktionen auch nutzen können. Das heißt, das ist das, wo sie investieren in eine Zukunftssicherheit, wenn sie sich für gewartete Datenpatterns entscheiden, die wir so in der Kombination liefern können. Gut, jetzt haben wir schon viel über die, ich sag mal, das tolle Zusammenarbeiten von Exasol und den Data Vault Builder gehört. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich zeige einfach nochmal drei Beispiele, die auch, denke ich mal, recht eindrucksvoll beweisen, dass diese Kombination in der Realität auch wirklich sehr gut funktioniert. Und mein erstes Beispiel stammt von der European Space Agency in Rom. Ich glaube, das zeigt recht eindrucksvoll, dass die Kombination aus beiden Tools tatsächlich im großen Maßstab funktioniert. Das war, glaube ich, bisher so das oder eins der größten Data Vault Warehäuser, was ich bisher so unter den Fingern hatte. Und das ist ja Stand von gut einem halben Jahr. Aber ja, gut, damals war das DWH komplett mit dem Data Vault Builder automatisiert und enthielt 235 Hubs, 668 Links und 2646 Satelliten. Und darauf bauten dann Views auf, nämlich genau 216 für die Geschäftsobjekte, also die Entitäten, und 486 für die Transformationen. Das war so einfach schon mal wirklich ein doch sehr ansehnliches Data Warehouse. Und unten drunter eben natürlich eine Exasol, die dann auf ungefähr 200 Gigabyte RAM lief. Und was ich da wirklich beeindruckend fand, wir hatten also zu Spitzenzeiten 27.000 Commits pro Stunde. Wenn man sich dann vorstellt, dass davon die überwiegende Zahl tatsächlich einzelne Ladeprozesse sind, kann man sich hier schon ganz gut vorstellen, mit welcher Last dieses System auch tatsächlich umgehen konnte. Und ja, die haben also ihr gestecktes Zeitfenster, was sie zum Laden der Daten zur Verfügung hatten, haben sie also immer ganz entspannt nutzen können und haben es also an der Stelle nicht überschritten.
Nächstes Beispiel, das ist ein Sushi-Hersteller, Eat Happy. Da haben wir diese, oder zusammen mit dem Kunden haben wir die anfangs beschriebene Reise in Richtung einer Data-Driven Company durchgeführt. Haben uns also hingesetzt, haben in verschiedenen Workshops erstmal den Bedarf ermittelt und dann halt einen konkreten Plan ausgearbeitet. Und im POC danach standen wir technisch vor der Herausforderung, die einzelnen Transaktionen der verschiedenen Verkaufsstationen in den tatsächlich unterschiedlichsten Formaten einzusammeln und im DWH zu konsolidieren. Das hat sehr erfolgreich funktioniert, auch weil wir eben mit Data Vault Builder und Exasol in der Lage waren, auch etwas exotischere Dinge umzusetzen, sei es, dass wir eben notfalls nochmal ein Python-Skript in der Datenbank starten mussten, um Daten zu konvertieren. Wir haben da auf jeden Fall alle Anforderungen erfüllen können. Und ja, auf dieser Basis können wir heute bei Eat Happy Vorhersagen treffen bezüglich Abverkaufsmengen und Poolenbelegung und helfen dem Unternehmen da eben sehr gut eben in der Planung des weiteren Bedarfs. Eine Aktualisierung auf Exasol 7 ist da bereits in Planung, ganz klar mit dem Ziel, noch mehr in Richtung Virtualisierung zu gehen, also noch mehr mit View-Schichten zu arbeiten. Aktuell wird da halt dann doch das ein oder andere noch zurückgeschrieben ins Data Vault, um einfach hier natürlich dann mehr Agilität, mehr Flexibilität auch zu erhalten. Das letzte Projektbeispiel, das ist jetzt tatsächlich ganz frisch. Das ist ein Projekt, das ist diesen Monat gestartet bei der Firma Melitta. Dort sind wir in der komfortablen Situation, jetzt gleich auf den neuesten Versionen zu arbeiten. Also die waren dann tatsächlich noch ganz frisch und wir haben uns gesagt, wir bauen jetzt eine neue Umgebung dort auf. Wir wagen gleich den Versuch und starten eben mit dem Data Vault Builder 5 und der Exasol 7. Und wir stellen also jetzt schon fest, dass die bisher sehr gute Performance, was Exasol angeht, durch die neuen Features und da speziell halt durch den neuen Hash-Datentyp und die bessere Join-Performance, die Abfragen tatsächlich jetzt schon deutlich beschleunigt. Und damit werden wir also in dem Projekt auf jeden Fall das Konzept der Virtualisierung durch die Views intensiver einsetzen können, auch bei wirklich großen Datenmengen. Und werden da auf jeden Fall dann auch an mehr Flexibilität gewinnen. Das vielleicht mal einfach mal zu drei Beispielen aus der rauen Wirklichkeit, dass eben diese Kombination tatsächlich sehr gut funktioniert. Ja, warum jetzt die Zusammenarbeit Exasol, Data Vault Builder und Areto? Wir haben in diesen jetzt gerade genannten und aber auch tatsächlich in anderen Projekten bewiesen, dass diese Kombination sehr gut funktioniert. Wir haben alle eine sehr ähnliche Philosophie und Herangehensweise und formen damit einfach ein schlagkräftiges Team, das es unseren Kunden ermöglicht, DWH-Projekte strategisch und technisch optimal zu unterstützen. Und was mir hier besonders auffällt, ist, sollte es in den Projekten dann aus technischen Gründen dann doch irgendwie mal haken, so können wir da wirklich bei beiden Herstellern auf einen ganz tollen und wirklich sehr schnellen Support zurückgreifen und haben die Probleme damit tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit aus dem Weg geräumt. Das ist mir also tatsächlich, und wir setzen tatsächlich auch sehr viele andere Hersteller ein in unterschiedlichen Projekten. Ist tatsächlich herausragend. Das ist mir bei keinem anderen so gut tatsächlich aufgefallen. Ja, damit kommen wir im Grunde genommen auch schon zu unserem Fazit. Save time, be agile und scale the hell out of your data. Das sind tatsächlich so die Schlagworte, die Sie hier vielleicht auch mitnehmen können. Ich hoffe, wir haben Ihnen hier kurz zeigen können, dass diese Kombination eben tatsächlich funktioniert und zur doch sehr erfolgreichen Umsetzung von analytischen Plattformen führt. Und ich würde mich gerne für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde dann noch zur abschließenden Frage- und Diskussionsrunde überleiten. Carsten, ich weiß nicht, sind da Fragen aufgekommen?
Carsten ist stumm oder sucht noch. Ich habe keine. Peter, hast du eine bekommen? Also, hier noch vielleicht als kleine Ergänzung zum Beispiel zum ESA-Projekt, was da vorgestellt wurde, die Zahlen, ja, die sind schon ein bisschen älter, die bauen weiter und die haben sich auch entschieden, basierend auf der erfolgreichen Kombination des Produktes, das Ganze jetzt von einem Direktorat, was das bereits nutzt, auf 4 weitere mindestens auszurollen. Da haben jetzt die Trainings angefangen, das heißt, die bauen jetzt auch wirklich konsolidiert aus in weiteren Bereichen und sind zufrieden mit der Variante, wie es funktioniert. Ja. Und ich denke mal, mit den neuen Versionen wird es dann für die auch nochmal, also es ist ja auch schon ein sehr herausforderndes Projekt gewesen, Till, hast du ja auch schon gesagt gehabt. Ich denke, jetzt mit den neuen Versionen wird es dann nochmal spannender dort werden, weil ich glaube, dann werden die noch mehr Vorteile rausziehen können, was ja schon dort gegeben ist. Ne? Mhm. Jetzt ja. Vielleicht noch die Frage, wie grenzt sich das gegenüber anderen Lösungen ab? Für mich immer das Wichtigste ist schlussendlich, dass ich, wenn ich den Data Vault Builder mit Exasol zusammen nutze, dass ich die volle Kontrolle behalte. Es gibt natürlich inzwischen auch Database as a Service of Offerings. Dort bin ich aber abhängig schlussendlich vom Anbieter, des Cloud-Anbieters. Ich kann nicht einfach hin und her wechseln. Und wenn es da irgendein Problem gäbe, und zwar nicht nur ein technisches, vielleicht sogar ein rechtliches, kann ich nicht wählen, das Ganze on-premise laufen zu lassen. Die Freiheit habe ich bei Exasol, das heißt, ich habe eine sehr große Sicherheit, vor allem wenn ich in einer Perspektive von 5, 10 oder 15 Jahren in die Zukunft planen muss und nicht weiß, wie sich die Situation verändert, habe ich da immer noch die Gewissheit, dass ich meine Umgebung in der Version, die ich sie benötige, lauffähig halten werde. Carsten, du kannst mich korrigieren, aber das ist für mich wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Data Warehouse plane ich nicht für 2 Jahre, sondern mit einer Perspektive vielleicht auf 15 hinaus. Genau. Genau, absolut richtig. Und Kollegen von uns haben sich das auch mal angeschaut, gerade auch diesen Hybrid-Ansatz. Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die sagen, eigentlich wollen sie schon gerne in die Cloud gehen. Klar, eine Cloud bietet natürlich viel Flexibilität etc. Aber es gibt halt auch Daten, die sie vielleicht nicht unbedingt in eine Public Cloud legen möchten, sei es wieder aus rechtlichen oder regulatorischen oder vielleicht auch nur Bauchgefühlgründen. Aber es gibt natürlich auch durchaus einen großen Datenbestand, das hatte ich vorhin schon erwähnt gehabt, der durchaus in die Cloud kann aus Ihrer Sicht, solange da keine Metadaten dazu da sind, sind die irgendwelche Messdaten, ist das erstmal nicht kritisch. Und da ist die Kombination aus dem, also dann auch mit Data Vault zu sagen, ich habe eben einzelne Satelliten oder ähnliches auf einem anderen System liegen, also Hubs und Satelliten auf einem anderen System liegen und verknüpfe die dann mit meinem internen System im hybriden in einem hybriden Modus, habe quasi für die Anwender, die mit dem internen System verbunden sind, den kompletten Datenstand zur Verfügung, aber in Wirklichkeit nutze ich eben für gewisse Teile die Cloud. Kollegen haben dazu auch mal im BI-Spektrum einen sehr schönen, anschaulichen Artikel dazu geschrieben. Also diese Dinge sind eben möglich und ich kann jederzeit dann wieder von dem einen System auf das andere gehen, schrittweise migrieren, wie auch immer das entsprechend notwendig ist, welchen Weg ich auch immer einschlagen möchte und habe aber immer das gleiche System. Also gerade wie du sagtest, Peter, diese Zukunftssicherheit ist gewährleistet. Egal, wohin die Reise gehen wird in der Zukunft, ich muss hier nicht dann wieder einen Technologiewechsel vornehmen, sondern kann mit der gleichen Technologie entsprechend weiterarbeiten. Gut, noch eine gute Frage ist eben, wieso setze ich ein Tool ein, um Data Vault zu managen? Viele Leute, die das mal von Hand versucht haben, kennen die Antwort, ist, Data Vault hat ganz viele Vorteile. Ich kann sehr einfach Veränderungen reinbringen. Es ist sehr gut wartbar. Der Nachteil ist, das muss man ehrlich sein, ist, wir erzeugen sehr viele Datenbankobjekte. Wenn ich die alle von Hand verwalten will, ist es unmöglich. Wenn ich mir Skripte schreibe, um die zu erzeugen, wird das funktionieren. Aber ich muss ja nicht nur erzeugen, ich muss sie noch auch pflegen. Ich muss dieses Modell verwalten. Es verändert sich über die Zeit. Und das ist da, wo wir mit unserer metadatengetriebenen Lösung, die modellgetrieben eigentlich das Ganze visualisiert und Veränderungen erlaubt, verwaltbar machen über die Zeit hinweg. Und ja, das ist am Anfang vielleicht, wenn Sie diese Schmerzen noch nicht hatten, noch nicht offensichtlich. Hingegen, wenn man jetzt eben so ein POC macht, wie Till das in der Data Journey gezeigt hat, sieht man die Unterschiede eigentlich relativ schnell. Dass man halt durch so einen standardisierten Ansatz, der gewartet ist, sehr schnell Resultate liefern kann und
dann auch diese Resultate über Zeit anpassen kann, wenn sich meine Datenquellen verändern, wenn externe Daten dazukommen. Und das ist ja die Realität, mit der wir heute umgehen müssen in Unternehmen, dass wir nicht einfach ein Quellsystem haben, das über 20 Jahre stabil ist, wie wir es früher hatten, sondern dass da durchaus durch Fusionen zum Beispiel Systeme dazukommen, aber auch wenn es keine Fusion gibt, Datenlieferanten von anderen Partnern, Kunden oder Lieferanten dazukommen. Ja, und aus unseren, ich sag mal, vielen Data Vault-Projekten kann man auch sagen, der Griff in Richtung einer Generierung oder Automatisierung ist tatsächlich sehr schnell da, weil man eben wirklich feststellt, diese Vielzahl an Objekten, die möchte man nicht manuell verwalten. Und dann kommt man entweder auf die Idee, sich selber einen Generator zu schreiben oder eben ein Tool am Markt zu nehmen. Und ja, ich sag mal, ich behaupte mal, wer heute noch auf die Idee kommt, sich ein Tool oder einen Generator selber zu schreiben, der muss schon sehr viel Zeit und sehr viel Geld zur Verfügung haben. Da ist halt einfach der Griff in Richtung Data Vault Builder ist tatsächlich der deutlich bessere, weil da habe ich ein Tool, was out of the box funktioniert, ist in 5 Minuten installiert und man kann loslegen und hat halt einfach eine extrem komfortable Möglichkeit, sein Data Vault Modell, sein ganzes Data Warehouse damit zu verwalten. Und das ist auch genau das, was wir in unseren POCs halt nutzen. Also unsere Rüstzeit für die POCs ist in der Regel innerhalb von 1-2 Stunden getan, weil wir haben die Umgebung und können dann quasi auch sofort loslegen und können uns darum kümmern, wirklich Mehrwerte zu schaffen, statt uns jetzt ja noch mit irgendwelchen Generatoren oder Zusatzfunktionen auseinanderzusetzen. Jetzt kam hier noch die Frage auf, Till, die geht wahrscheinlich an dich, bezüglich technischen Details zur Hardware-Lizenz von Melitta. Den Fragesteller würde interessieren, wie das Sizing bei anderen Kunden ist, um die Datenmenge und die Geschwindigkeit mit dem eigenen vergleichen zu können. Hast du da Details zu Melitta vorliegen, wie groß das bei denen ist? Ja, wobei das sind jetzt tatsächlich erstmal noch interne Geschichten. Ja. Es ist auf jeden Fall keine, ich sag mal, es ist keine Riesendatenbank. Also wir arbeiten da jetzt schon, kann ich das, denke ich mal, sagen, auf einem Cluster, sind da aber aktuell in einem ganz, ganz niedrigen, dreistelligen RAM-Bereich und arbeiten da jetzt, was Rohdaten angeht, perspektivisch erstmal so auf 2 Terabyte. Das ist ja so, was die Lizenzierung dann angeht, aktuell der ausschlaggebende Faktor. Ja, da sind wir jetzt so etwa, aber wir werden da auf jeden Fall oder wir arbeiten da auf jeden Fall auf einem Cluster, um da einfach von der Parallelisierung auch profitieren zu können. Mhm. Aber also ja. Sizing-Geschichten grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn ihr konkrete Fragen habt, was wir eigentlich brauchen, ist zu wissen, schlussendlich, wie viele Daten sind vorhanden, wie viele Daten ändern sich täglich, was ist die Größe des Ladefensters, das sind so die Treiber, um dann bestimmen zu können, wie lang, also was für ein Sizing braucht man für die Ladestrecken. Das zweite ist dann auch die Abfrageschicht, gibt es da nochmal eine Materialisierung, zum Beispiel im Reporting-Tool nutzt man irgendetwas wie Click oder Tableau mit In-Memory-Mode oder queryt man dann direkt die Datenbank, dann muss man halt das Datenbank-Sizing entsprechend machen, funktioniert aber auch hervorragend, vor allem wenn man eine Exasol hier nutzt drunter. Genau, ja. Und wir empfehlen grundsätzlich immer den Live-Zugriff, aber das muss man dann immer von Projekt zu Projekt dementsprechend auch sehen. Eine weitere Frage, wie viele Kunden haben es bevorzugt, ein neues DBH aufzubauen, statt das bestehende Schritt für Schritt abzulösen? Aktuell würde ich fast sagen, alle. Also wir haben tatsächlich im Augenblick quasi nur Kunden, wo wir wirklich sagen, wir bauen jetzt ein komplett neues Data Warehouse, eine komplett neue analytische Plattform auf. Die haben in der Regel schon irgendwas, sagen aber jetzt so, dass, ich sag mal, die Zeit ist so langsam gekommen, sich eben mit neuen Technologien, mit neuen Methoden eben wirklich auf die nächsten 10 bis 15 Jahre einzustellen. Und deswegen sind wir aktuell überwiegend oder fast ausschließlich damit beschäftigt, wirklich neue Plattformen aufzubauen. Also vielleicht aus Data Vault Builder Sicht, wir haben effektiv auch Kunden, die bestehende Lösungen ablösen. Die machen das dann aber nicht in einem Big Bang Approach normalerweise, sondern stufenweise. Die erzeugen vielleicht 20% der Entitäten, die zentral sind, auch bereits parallel auf der neuen Plattform und dann projektbasiert, wenn es Änderungen gibt, übernehmen Schritt für Schritt.
Aber ja, das sind vor allem sehr große Kunden, die halt Data Warehouses haben, die schon 10 bis 15 Jahre im Einsatz sind und zum Beispiel eben auch mit der Umstellung auf Data Vault auch die Datenbanktechnologie umstellen und dann stückweise die Sachen über eine Projektlaufzeit durchaus von mal 2, 3 Jahren dann hinüber migrieren. Wir hatten einen Kunden, der hat einen Big Bang Approach gewagt. Da ging es aber durchaus etwa 2 Jahre, bis man dann die erste neue Version geliefert hat, ist nicht das, ich persönlich, was ich nicht anstreben würde. Es ist durchaus möglich, aber da muss man einen recht langen Atem haben und vorher, ja, sich überlegen, wie das ganze Projekt aussieht. Ich glaube, das war nochmal ein ganz entscheidender Hinweis. Genau, das neue DWH, was dann aufgebaut wird, wird halt anders strukturiert werden als das, was man vielleicht früher noch nach Wasserfall auch gemacht hat. Wir arbeiten da nur agil oder iterativ, wie auch immer dann die individuelle Ausprägung beim Kunden ist. Entscheidend ist aber, wir zerschneiden das Ganze wirklich in handhabbare Scheiben und implementieren das und können so halt auch in Iterationen von 2 bis 3 Wochen tatsächlich immer wirklich neue Mehrwerte liefern. Und da unterstützt uns halt das Vorgehen mit Data Vault, mit dem Data Vault Builder auf einer Basis von Exasol, unterstützt uns da halt massiv, so dass man das eben wirklich macht. Und dann eben wirklich iterativ einzelne Module eventuell ablösen aus dem alten DWH in die neue Methodik überführen, um damit eben dann wirklich ja schrittweise das Ganze abzulösen, beziehungsweise auch aus der heutigen Sicht eben auf neue Füße zu stellen. Dann noch eine nette Meldung, dass jemand schon mal an einem Bau von einem Generator mitbeteiligt war und sich durchaus vorstellen kann, dass es zu kaufen günstiger kommt. Also, Punkt ist, ich habe effektiv mal mit einem Unternehmen gesprochen, die haben sich bei uns angefragt, durften dann aus politischen Gründen das Produkt nicht kaufen. Die hatten dann auch einen eigenen Generator entwickelt, der, wie sie sagten, nicht alles abdeckt, was wir bauen. Die hatten dann 2 Jahre mit 5 Personen, aber konnten dann immerhin ihre Bedürfnisse abdecken. Und die wussten das von Anfang an, aber einfach um so ein Bild zu geben, wie das etwa aussehen kann. Weil wir haben inzwischen in diese ganze Oberfläche, auch wenn sie bei uns dann in den Webcast sehr, sehr einfach aussieht, schon mehrere 10.000 Stunden Arbeit investiert, um es einfach zu machen. Weil man muss immer wieder Sachen ausprobieren, korrigieren und dann eben auch über die Zeit wartbar machen. Das ist eigentlich das, was schwierig ist, was man halt am Anfang nicht gleich sieht. Super. Ich würde dir zum Schlusswort übergeben, jedenfalls. Ja, ich, also von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Webinar steht jetzt irgendwann im Anschluss auf jeden Fall auf BrightTalk zur Verfügung. Wir werden es auch auf jeden Fall auf unseren Areto YouTube-Kanal hochladen, sodass man sich das auf jeden Fall auch im Nachhinein nochmal anschauen kann. Bei Fragen haben Sie unsere Kontaktdaten, kommen Sie gerne auf uns zu. Und ja, wir sagen von meiner Seite noch einen schönen Tag. Hier in Hamburg scheint die Sonne, also insofern vielleicht schafft man es nochmal, den frühen Herbst noch ein bisschen zu genießen. Vielleicht kannst du doch das letzte Slide einblenden mit den Sprechern. Ja, sehr gut. Genau. Wenn ihr Fragen habt, bitte kontaktiert uns, auch auf LinkedIn verlinken. Wir sind froh um jeden Austausch, in welcher Form auch immer, auch wenn es Kritik ist, auch wenn es Ideen sind, einfach ungeniert kontaktieren, damit man ansehen kann, was für Fragen noch offen sind. Genau. Wunderbar. Dann auch von meiner Seite vielen Dank. Noch einen schönen Tag. In Nürnberg scheint keine Sonne. Unser schöner Herbst lässt noch warten. Und ja, bei Fragen, wie gesagt, bitte melden. Wir freuen uns. Super. Ja. Tschüss. Und schönen Tag wünsche ich. Ja.